Das Mindestlohngesetz. Haben Sie davon schon mal was gehört? Das hätte nämlich jetzt auslassen und das geht natürlich nicht. Beziehungsweise vielmehr die damit einhergehende Dokumentationspflicht ist dabei nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Selbstverständlich stehen wir als Unternehmer dafür, dass ordentliche Arbeit auch ordentlich bezahlt werden muss. Inwieweit ein gesetzlich geregelter Mindestlohn aber losgelöst von der Kaufkraft einer Region dafür die Lösung ist, darf berechtigt bezweifelt werden. Und deshalb wäre es das Beste, die Aufzeichnungspflicht in dieser Form sofort wieder abzuschaffen. Mindestens aber muss sie auch erleichtert werden und für geringfügige Beschäftigte auf jeden Fall abgeschafft werden. Und vor allen Dingen der Bruttoarbeitslohn, die Grenze von 2.900 Euro auf 1.900 Euro zurückgestrichen werden. Weil wer rechnen kann, 8,50 Euro mal einen normalen Vollzeitbeschäftigten, der geben halt nun mal 1.800 Euro und nicht 2.900 Euro. Nein, der Handlungsbedarf ist dringender denn je. Wenn nichts passiert, befürchte ich, dass sich eine Entwicklung weiter fortsetzt, die uns schon länger beunruhigt und ganz sicher nicht nur uns beunruhigen sollte. Es ist die Sorge um das vielschichtige kulturelle und regionale Gesicht, für das Bayern auf der ganzen Welt unweigerlich bzw. unstrittig bekannt und beliebt ist. Gaststätten sind nun mal gerade auf dem Land Begegnungsstätte und Mittelpunkt gesellschaftlichen Lebens. Stirbt das Wirtshaus, stirbt meist auch zumindest das gesellschaftliche Leben im Ort. Nimmt diese also in Form von unsinnigen Gesetzen und völlig überbordender Dokumentationspflichten weiter zu, bedeutet das letztendlich den Tod des familiengeführten deutschen Mittelstands. Das ist nicht so dahingesagt, sondern das wird so sein. Wir kämpfen für überlebenswichtige Belange des Mittelstands, der wieder allen Ungerufen gerade und immer noch die bayerische Gastlichkeit prägt. Und deshalb, meine Damen und Herren, natürlich gibt es in jeder Branche auch mal schwarze Schafe, aber deshalb kann ich doch nicht eine ganze Branche unter Generalverdacht stellen und sie mit Regelungen überziehen, die nicht mehr praktikabel sind. Und deshalb werden wir darüber gemeinsam kämpfen müssen, meine Damen und Herren. Ganz massiv. Sie hängen ja auch an Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne die können Sie Ihren Betrieb gar nicht schmeißen. Und deshalb ist in der Regel auch die 8,50 Euro nicht das Problem, sondern das, was Sie am meisten drückt, ist das Bürokratiemonster à la Nahles, das da auf den Weg gebracht worden ist. 2.958 Euro bedeutet eine 80-Stunden-Woche. 80 Stunden. Und wenn ich jetzt mal das ausrechne, ich weiß jetzt mal, wie die überhaupt auf diese Summe gekommen ist. Die rechnen zusammen 29 Tage mal 12 Stunden mal 8,50 Euro. Das ist nicht Realität für einen normalen Betrieb. Das gilt höchstens in Saisonbetrieben und leider zählen Sie da nicht dazu. Das ist nämlich genau die Problematik, dass bei Saisonbetrieben das angelegt wird und Sie letztendlich als normale Betriebe, die nicht Saisonbetriebe sind, genau darunter fallen. Und deshalb hilft nichts. Die Grenze muss einfach runter, schlicht und ergreifend. Und jetzt gab es auch einen Ausspruch, wo die Frau Nahles, nee, das war nicht die Frau Nahles, sondern es war in dem Fall die Generalsekretärin, die Frau Fahimi, gesagt hat, wer das nicht aufzeichnen kann, ist entweder zu blöd oder ein Gauner. Meine Damen und Herren, das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Und jetzt habe ich letztes Mal erst mit einem gesprochen, der sogar ein Zeitabrechnungssystem hat mit Fingerkennung, der jeden Eingang, jede Pause akribisch aufzeichnet. Aber das reicht auch noch nicht, weil der Zoll immer aktuell die letzten 10 Tage braucht und ein normaler praktischer Betrieb macht das alle Monat einmal. Das heißt eine Verdreifachung der Aufzeichnungspflichten ohne irgendeinen zusätzlichen Nutzen. Und deshalb muss das auch geändert werden, meine Damen und Herren. Und dann kommt noch dazu, 2 Jahre müssen Sie es aufheben. 2 Jahre. Also
ich weiß ja oft, wie es in die Wirtshäuser und in die Hotels ausschaut. Ich hoffe nicht, dass irgendwo Gästebette abschaffen müssen, damit sie einen Schrank reinstellen können für die Aufzeichnungspflichten. Natürlich geht es auch ums Arbeitszeitgesetz, das weiß ich auch. Weil es gibt Menschen, die oft auch, ja, natürlich Mindestlohn, aber einfach einen schmälen Geldbeutel haben. Die wollen sich was dazu verdienen. Und für die ist es unglaublich schwierig, wenn sie das neben dem normalen Job auch noch machen wollen. Deshalb brauchen wir hier auch Möglichkeiten, Flexibilität, die auch solchen Menschen helfen, die arbeiten wollen. Meine Damen und Herren, die Menschen, die bei Ihnen arbeiten, zeichnen sich durch gastfreundlich aus. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass Sie hervorragende Betriebe haben, dass Sie den Menschen in den Mittelpunkt setzen, nämlich den Gast. Und dafür kann ich Ihnen nur mal im Namen der Bayerischen Staatsregierung einfach schlicht und ergreifend ganz herzlich danken. Ich kann